Aber ist es nicht auch schön, eine Legende zu haben, die wirklich Alltagsnutzen hat? Radio, Klimaanlage, ich sitze bequem, Leute. Ich sitze astrein. Familie kann auch mit. Kinderwagen kann auch mit. Wir haben Platz ohne Ende. Und Einstiegspreis waren damals 127.000 Mark. Was typisch ist für eine Legende, das war schon ziemlich stolz damals. Doch jetzt bewegen wir uns bei 15.000 Euro. Und das macht ihn für mich zu einer weiteren, stabilen Legende. Und zwar 15.000 Euro ist kein Legendenpreis. Also quasi eine Legende für jedermann. Optisch setzt der Überkombi neue Trends. Ovale Endrohre und Spiegelgehäuse in mattiertem Alu sind ab jetzt RS-Standard. Etwa 6.000 Fahrzeuge werden gebaut. Ein technisch guter RS4 im Originalzustand gleicht dennoch der Nadel im Heuhaufen. Wirklich, der perfekte Spagat zwischen einem Sportwagen und einem Alltagsfahrzeug. Er hat es wirklich faustdick in sich. Fahrwerk top, Optik top, die ausgestellten Kotflügel erkennt auch nur der Kenner auf den zweiten Blick. Dann der Motor umgebaut mit Cosworth-Teilen, große Turbolader, große Ladenluftkühler. All diese Sachen machen ihn zu einem wirklichen absoluten Wumsebär. 380 PS in so einem Kombi mit wirklich nicht viel Fahrzeuggewicht und einem perfekten Vierradantrieb. Leute, irgendeiner muss die Nummer 3 sein. Und für mich ist es der RS4. Die Top 2 steht an. Wer ist es? Carrera GT oder der SLR Stirling Moss? Der Stirling Moss ist es. Warum ist es eine Legende? Ganz klar, wir paaren absolut Legendenform und Name Stirling Moss 1950, einen der besten Rennfahrer der Welt, gepaart mit modernster Technik. Wir haben einen Heckdiffusor, der wirklich auch in der Formel 1 seinen Platz finden würde. Und wir haben total dramatische Optik. Und Leute, Legenden brauchen solche Türen. So, wir schwingen uns rein. Monocoque, feinstes Carbon überall. Klappe zu und es fühlt sich schon wirklich sehr, sehr rennwagentechnisch an. Der Name ist legendär. Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Bei der Mille Miglia 1955 macht sich der Rennfahrer unsterblich. Optisch an jenen 300 SLR angelehnt, sorgen 650 PS und 820 Newtonmeter für moderne Ungläubigkeit. Legendär auch der Preis. Knapp 900.000 Euro kostet das Carbon-Monstrum. Radikaler und exklusiver geht es nicht. Ich sehe nicht aus wie Stirling Moss. Richtig. Was machen wir? Wir bauen um. Sekunde. So. Ist beim Kaufpreis dabei. Ja. So. So. Ich würde sagen, der Wagen sieht gut aus. Ich sehe, geht so aus. Ich meine, dass das Ding hier eine Legende ist, das sieht man direkt nicht mal auf Anhieb, allein wie ich aussehe. 892.500 Euro tragen auch dazu bei. Ist wirklich eine Menge Geld. Und jetzt kommt der Hammer. 75 Stück gibt's von dem Teil. So ein limitiertes Auto bin ich noch nie in meinem ganzen Leben gefahren. Wirklich nicht. Dramatik pur. Ganz ehrlich, man fragt sich, wie schafft man es eigentlich, so ein Ding TÜV-konform zu kriegen? Das Teil sieht eigentlich eher aus, als ob es 1950 irgendwo über die Rennstrecken peitscht. Nichts mehr zu tun mit irgendwas, was man sonst kennt im Straßenbild. Fast 5 Meter lang, über 2 Meter breit, dafür nur 1,20 Meter hoch. Mit den 1551 Kilo hat der 5,5 Liter V8 leichtes Spiel. So, Mercedes sagt unter 10 Sekunden auf 200 und jetzt festhalten, einen Topspeed von 350 Stundenkilometer. Dazu sage ich nur eins, das muss ich rausfinden. Auf geht's, Autobahn. Ist schon bei, ich fahre jetzt sage und schreibe 50, schon sehr, sehr windig.
hat dann so einen schicken Lappen auf dem Kopf, eine Fliegerbrille auf und hämmert mit 650 PS ohne Windschutzscheibe über die Autobahn. Und das macht es für mich zur Legende. Und das Ganze mit einem V8-Kompressor. Hallo, geht noch mehr? Mehr nicht, aber weniger. Der SLR übt Verzicht. Noch ein geiles Highlight ist die kleine Scheibe hier vorne. Die dient schon ein bisschen dazu, dass ein bisschen weniger Wind einem ins Gesicht schießt. Aber der Aufpreis sind, sage und schreibe, 5.000 Euro. 5.000 Euro, ein gebrauchter Golf klemmt hier drauf. Und Leute, da vorne ist noch eine Scheibe. Zwei Golf. Den Starling Moss konnte nur bestellen, wer schon einen normalen SLR besaß. Dabei kostet der Roadster mehr als die anderen vier Legenden zusammen. Nicht nur das macht ihn legendär. Auch der Sound. Meine Pfanne doch. Oh mein Gott. Wo erlebt man sowas? Fahrerlebnis pur, ja? Auch optisch ein Erlebnis, wie man sehen kann. So, ich entkleide mich mal und werde wieder zum normalen Jean-Pierre und küre die Nummer 1. Seht ihr sie schon? Da ist er. Jetzt wirklich, ja? Alle Kraft zusammen. Für mich wirklich eins der dramatischen und besten, bestkonzipiertesten Autos auf diesem Planeten ist der Porsche Carrera GT. Gleich bei Turbo, die Nummer 1. Jean-Pierre im legendären Carrera GT. V10, 5,7 Liter, 612 PS, leck mich! Legendäre Autos der letzten 10 Jahre. Es ist Zeit für Platz 1. Für mich wirklich eins der dramatischen und besten, bestkonzipiertesten Autos auf diesem Planeten ist der Porsche Carrera GT. Von Walter Röhrl mitentwickelt, in 175 Stunden Handarbeit gefertigt. Der Carrera GT wiegt dank CFK-Karosse nur 1380 Kilo. Der einzige straßenzugelassene Porsche V10 leistet 612 PS. Neupreis 2003 452.000 Euro. Dafür gibt es 334 km/h Spitze. Eine Optik wie kein zweiter Porsche. Ein Sound wie kein zweiter Porsche. Ein Innenraum wie kein zweiter Porsche. Und genau das macht ihn zu meiner Nummer 1 und zu der Legende unter den Legenden. Rennsport pur. Chassis und Motor wurden ursprünglich für die 24 Stunden von Le Mans entwickelt. Dritter Gang ist mir nicht hell genug vom Klang. Ab in die 2. Hört ihr das? V10, 5,7 Liter, 612 PS, leck mich! Das ist das Geilste, was es gibt. Es ist das Geilste an Sound, was rumfährt. Ja? Wir haben die Erdkugel, Japan, China, überall bauen sie Autos. Doch, der Carrera GT, wenn du von 2 in 3 schaltest und es macht... Ob du Autos magst oder nicht, ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, du wirst diesen Sound lieben. Zwischengang beim Runterschalten.
Der Motor nimmt die Drehzahl an wie kein zweiter. Mehr Dynamik ist nicht drin. Die Schwungmasse ist so leicht gehalten, deswegen ist der Motor auch so tief. Es ist quasi eine Kupplung wie in einem Formel-1-Motor. Die Kupplung ist quasi nur so groß. Mehr nicht. Keramikkupplung, Keramikbremsen. Der Überpauscher ist nicht nur ein Technik-Highlight, sondern auch extrem selten. Ich gehe natürlich ganz super um mit dem Ding. So wie man muss. Weil 1270 Carrera GTs wurden gebaut. 1270. Und welche Zahl steht hier? 1270. Ihr sitzt quasi im letzten Carrera GT auf dieser Welt. Und darauf gehen uns nochmal die zwei. Unglaublich. Ende 2004 hält der Carrera GT sogar kurz den Rundenrekord auf der Nordschleife. Ich liebe dieses Auto! Das Fahrwerk arbeitet so, so fein. Es ist ein Push-Rod-System. Die Stoßdämpfer liegen, sie stehen nicht und haben das Trägheitsmoment. Es ist nur über Stangen angelenkt, der Stoßdämpfer. Man merkt, wie das Fahrwerk wieder auf einer Landstraße, die etwas buckelig ist, wie der Dämpfer genau arbeitet unter einem. Es geht nicht besser. Er ist die Nummer 1, ganz einfach. Man hat ein Push-Rod-System, ein Carbon-Monocoque, einen sehr tief liegenden V10-Motor, eine ganz flache 180-Grad-Kurbelwelle. Also es ist alles drin. Es ist alles drin, was ein Le Mans-Sieger braucht. Und das Ganze mit einem Stuttgarter Kennzeichen vorne dran. Und das ist schon nicht schlecht. Das erste Mal bei einem wirklichen Serienfahrzeug ein komplettes Carbon-Monocoque-Chassis verbaut. Das gab es so noch nie. Warum nicht? Ja, war ziemlich teuer. Ja, sowas war damals nur wirklich für den Motorsport gedacht, weil das Ding kostet über 450.000 Euro. Wer Glück hat, findet so ab 300.000 Euro einen gebrauchten Carrera GT. Falls ihn wirklich jemand abgeben will. Auch für mich wirklich ein unglaublicher Tag gewesen. Wir haben hier 5 der beeindruckendsten Sportwagen der letzten 10 Jahre stehen. Der Bentley, wirklich ein Cabrio, was seinesgleichen sucht. Der RS4, ein Kombi, Preis-Leistung in Ordnung, immer noch eine Legende. Stirling Moss, der Roadster überhaupt und der Wiesmann, Gran Turismo Form par excellence. Und die Nummer 1. Der Carrera GT, der Supersportwagen Nummer 1 für mich der letzten 10 Jahre. Und eine Sache muss ich nur loswerden. Ich habe schon einen verdammt coolen Job, oder?